Sohn der Sonne und des Mondes, unzähmbarer Löwe, du, dessen Blut den Größten dieser Welt gehört. Die Sonne ist mit dir aufgegangen. Sie beleuchtet deine Schritte und dein Volk, das große Volk der Bamun, das sich bei dir befindet und das dich liebt. Fumban ist deine Stadt, im Königreich deiner Ahnen, im Reich der geheiligten Spinne. Dein Palast ist das Herz von Fumban, du Herrscher der zweiköpfigen Schlange. Du bist ihr Kopf im Dorf der Könige. Alles atmet im Rhythmus des Königs. Ich darf Ihnen hier den Hohen Palastrat vorstellen, die treibende Kraft im Königreich, und seine Majestät, den Sultan und König der Bamun. Hier ist seine Majestät, der Sultan und König der Bamun, das geistige Oberhaupt des Islam. Er ernennt die Imame und verteilt die Ämter am Hofe. Der Sultan, der König der Bamun, ist Herr über die Seelen der Gläubigen. Er regiert auch alles Irdische im Grasland von Kamerun, denn er ist der Höchste. Er besitzt und adelt alle Leute. Nach dem König folgen die Nkom, seine Berater, und die Nkom Shunshut, die adeligen Diener des Palastes. Die Prinzen, die Diener, sind in zwei Geheimbünde getrennt, und diese bewachen das Recht im Land wie zwei politische Parteien. In alten Zeiten war der Sultan für die Bamun sehr wichtig. Vor Ankunft des Islams und des Christentums spielte der Sultan eine traditionelle und religiöse Rolle. Er verkörperte alle Traditionen seines Volkes. Der König, nennen wir ihn den König, denn die Bezeichnung Sultan entstand viel später, erst nach der Einführung des Islams. Der König also war für sein Volk ein Gott. Der erste König wird in Legenden noch immer als Held gefeiert. Inzwischen sind 600 Jahre vergangen und 17 Könige. El-Hadj Sedu Cimulu Coya war der 18. König der alten Dynastie und er hatte das Land fast 60 Jahre regiert. Große Veränderungen erlebte sein traditionelles Reich. Als dann aber sein Volk dem Herrscher die Gefolgschaft zu verweigern begann, starb der greise König fassungslos. Ich war Sekretär des Sultans Seydou, der 1992 starb. Sultan Seydou war mir wie ein Vater. Sein Tod traf die Bamun und auch andere Afrikaner wie ein Blitz.
Er war wie ein großer Schirm, ein Schutzschirm für die Unglücklichen, für alle jene, die Probleme hatten. Er half sogar denen, die nicht aus dem Volk der Bamoun waren. Damals sagte man von ihm, er sei wie die Mutter von Zwillingen. Die Mutter, die nur ein Kind hat, legt sie so hin, auf die eine Seite. Aber diejenige, die Zwillinge neben sich hat, legt sich auf den Rücken, sodass beide Babys an die Brüste können. Bei seinem Tod am 28. Juli fühlte ich mich verlassen wie ein Waisenkind. Ich fragte mich, was aus mir unter dem neuen Regime werden sollte, und wir fragten uns, wer wohl König werden würde. Das hier ist der Thron meines Vaters. Ich habe noch keinen Thron für mich selbst anfertigen lassen, noch nicht. Aber dieser hier ist nicht sehr gemütlich, um längere Zeit darauf zu sitzen. Was haben Sie empfunden, als Sie zum König berufen wurden? Ich war tief bewegt, weil von jetzt an ein sehr schweres Amt auf mir lasten würde. Das Sultanat ist vor allem eine traditionelle Aufgabe mit ziemlich großer Verantwortung. Wenn man eine solche Verantwortung trägt, identifizieren sich alle Untertanen mit einem. Also muss ich mich tadellos benehmen und sowas verändert einen schon ziemlich. Von dem Augenblick an, da man Macht übernommen hat, ist man allein. Es ist ein neues Leben, das sich restlos von meinem bisherigen Leben unterscheidet. Zuvor war ich ja Minister unseres Präsidenten Biya. Seit 30 Jahren bewegt sich der neue Sultan schon in den Wandelgängen der Macht. Die halbe Zeit diente er dem diktatorisch regierenden Präsidenten Paul Biya als Minister in Kameruns Hauptstadt Yaoundé. Biya hatte zu Beginn seiner Herrschaft seinem Volk viel Hoffnung auf Wohlstand und Freiheit gemacht. Aber der geschickte Technokrat der Macht hatte die Kameruner getäuscht. Der Präsident und sein Geheimdienst schufen ein Klima der Angst für die Kritiker. Und sie bedienten sich traditioneller Autoritäten im Land. Monsieur Médard de Sadou, prenez le commandement. Sankalewa. Sankalewa. Der Präsident und sein Hofstaat regierten das reiche Land despotisch in die Misswirtschaft. Bis schließlich nur fremde Hilfe als Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Elend geblieben war. Der Besuch beginnt im Hauptstudio des Fernsehens. Das Orchester spielt ein deutsches Stück, sehr zum Gefallen der Gäste. Nach dem Eintrag in das Goldene Buch und einem Glas Champagner wird Kanzler Helmut Kohl vom Minister Ibrahim Bombo-Njoya begrüßt. Anschließend besuchen Sie verschiedene Räume für die Technik, wo sich Herr Kohl alles genau erklären lässt. Thank you.
Dieser Schlagring hier beschützt mich. Wenn jemand beim Betreten des Palastes eine Waffe mit sich trägt, kommt er nicht damit durchs Haupttor. Und ich selbst fühle, wenn jemand etwas Ungutes bei sich hat. Und wenn ich jemanden aus der Menge herausholen muss, hole ich ihn heraus. Und falls er Widerstand leistet, rufe ich meine Chefs. Meine Großmutter war die Polizistin des Königs. Als sie starb, setzte sie mich als Erbin ein und der König hat mich gern übernommen. Ich beschütze den Sultan. Wenn er ausgeht, versuche ich, den Weg zu erkunden, den er gehen wird. Falls dort Schmutz liegt, muss ich ihn entfernen. Der König darf nicht durch den Dreck gehen. Bei Gefahr spüre ich, wie sich mein Körper erhitzt. Das ist ein Zauberstab. Meine Großmutter hat mir verraten, dass ein Mann impotent wird, wenn ich ihn damit schlage. Ist es eine Frau, so wird sie lange ohne Regelblutung bleiben und braucht viele Behandlungen, damit sie wieder fruchtbar wird. Vom ersten Tag an waren die Menschen gegen den neuen Sultan, weil er als ehemaliger Diplomat, Botschafter und Minister immer Mitglied der Einheitspartei war. Das ist die regierende Partei. In Kamerun mussten alle in der RDPC sein. Man lebte in einem Einparteistaat. Wir hatten keine Wahl. Seit 1950 ist der alte Sultan auch immer Bürgermeister von Fumban gewesen. Unsere Stadt könnte eine angenehme, wohlgebaute Stadt sein, aber Fumban ist leider wie ein abgelegenes Dorf. Es gibt kein Wasser, Strom und Licht fehlen. Eine Parole geht durch die Stadt. Demokratie. Noch ein neues Wort nach Kolonisierung und Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit, brummen die Alten. Demokratie, das ist so, als ob du einen Schalter anklippst und das Licht strahlt. Alle werden reich und schön, schreien die Jungen. Das Volk ist unzufrieden. Aber kann man einen Elefanten mit dem Stock wegjagen? Wie läuft es denn? Steht es gut mit dem Handwerk? Im Moment läuft es hier gar nicht gut. Und der Sultan? Der Sultan? Nein, nein, von dem hören wir nichts. Dieser Herr war seit etwa 1967 Minister. Aber er dachte nicht an sein Land. Er kümmerte sich nicht um seine Heimat. Im Augenblick aber fühlen wir doch eine kleine Veränderung.
Ich bin mir sicher, dass diese Veränderung durch unser politisches Idol kommt. Ja, durch unseren großen Anführer, Dr. Amadou Namjoya. Wir sind sehr stolz auf ihn. Denn er kennt die Probleme der Leute. Weil er sich selbst ein Bild macht, bevor er etwas anpackt. Er fährt selbst vor Ort, will mit den Menschen zusammen handeln. Er ist ein guter Volksführer, in ganz Kamerun beliebt. Er ist sehr mutig. Das ist der Mann der Toleranz und Offenheit, der Gerechtigkeit und Gleichheit aller. Und ich glaube, dass die Demokratie in Kamerun vieles verändern kann. Daher lieben wir diesen guten Menschen sehr. Er ist ein ehrlicher Mann, der Dr. Adamou Namjoya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Der Mann, dem alle glauben. Der Mann, der auf Veränderungen im alten Königreich hoffen lässt. Adamou Namjoya stammt selbst aus der Familiendynastie der Bamoun-Könige und ist einer der beliebtesten Politiker der Opposition in Kamerun. Ein Mann ohne Tadel und dem neuen Sultan Mbombo Joya ein Konkurrent um die Macht im Reich. In der afrikanischen Tradition steht der Sinn für das Heilige im Zentrum aller Dinge. Dieser Sinn für das Heilige ermöglicht, den Menschen zu respektieren. Durch das Heilige werden Entwicklungsbedingungen geschaffen, in denen ein jeder sich entfalten kann. Aber in unserer Zeit gibt es diesen Sinn für das Heilige in dieser Welt nicht mehr. Vielleicht bin ich deshalb auf die Suche danach gegangen. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ich bin auch das religiöse Oberhaupt und das führt natürlich zu Verpflichtungen, die ich als Minister niemals hatte. Ich muss dem geistlichen Leben folgen. Wenn man diese religiöse und geistliche Verantwortung trägt, benötigt man sehr viel Kraft und Selbstbeherrschung. Und es ist nicht immer leicht, sich tadellos zu verhalten. Thank you.
Ein wahrer Vertreter der Religion kann keine Politik machen. In der Politik muss man immer trügerische Versprechungen machen, die sich meistens nicht verwirklichen lassen. Die Religion aber missbilligt das. In der Politik muss man immer lügen, aber die Religion verurteilt die Lüge. Also kann man nicht beides gleichzeitig tun. Beispielsweise bin ich nicht politisch tätig, sondern religiös. Ich bin Imam. Ich bin auch Chef des Protokolls und Zeremonienmeister der großen Moschee von Fumban. Wenn man Bamun ist, ist man dazu verurteilt, dem Sultan zu gehorchen. Der Sultan ist das geistliche Oberhaupt und über ihm steht in den Dingen des Glaubens keiner. Aber ein wahrhaftiger Vertreter des Islams darf nicht politisch in der Regierung vertreten sein. Kurz bevor ich die Macht übernahm, war mein Vater gerade dabei, das rituelle Fest des Ngon vorzubereiten. Immer während des Ngon wandte sich das Volk an den König, um ihm alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme vorzutragen. Das Volk wandte sich direkt an den König und sagte ihm, ob er im letzten Jahr gut oder schlecht regiert hatte und ob er seine Art zu herrschen ändern sollte. Das ist für mich eine echte Demokratie und nicht die politischen Parteien von heute. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأنعام فجرنا فيها من الخيول ليأكلوا من ثمارهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم. Les choses avaient changé. Die Dinge haben sich verändert, weil man das Volk der Bamun eingesperrt hatte. Die Bamun verlangten nach einer Wende. Sie wollten eine Demokratie. Aber der neue Sultan begriff gar nicht, dass eine Revolution heraufzog. Damals, als die Einheitspartei noch allein an der Macht war und er König der Bamun wurde, hat er nicht begriffen, dass ihm sein Ministerposten in der Einheitspartei im Volk keinerlei echte Legitimität verlieh. Ich gehöre zu jenen, welche die Demokratie und das Mehrparteiensystem in Kamerun eingeführt haben. Ich war damals Minister für Gebietsverwaltung. Das entspricht dem Innenminister bei Ihnen. Man muss wissen, dass das Mehrparteiensystem gerade geboren wird. Wir sind in den ersten Etappen. Und das ist für den Sultan tragisch, weil er ein Parteibonze in der Einheitspartei war. Ich bin sehr überrascht, wenn ausgerechnet er behauptet, die Demokratie eingeführt zu haben. Er hat die Demokratie abgelehnt und als Minister ist er sogar durch die Straßen von Yaoundé bis zur Kathedrale marschiert, wo ein Gottesdienst gegen das Mehrparteiensystem abgehalten wurde. Und da sagt er, er habe die Demokratie eingeführt. Er kann niemanden täuschen. Er hätte die Demokratie nie freiwillig zugelassen. Ich war 1991 stellvertretender Bataillonschef und wurde hier abkommandiert als Einsatzoffizier. Vorgesetzte verlangten von mir, das Feuer auf Jugendliche zu eröffnen, um sie einzuschüchtern. Ich habe den Befehl glatt verweigert.
Der Greise Sultan Seydou hatte Blut gesehen und fühlte andere Zeiten nahen. Das Volk im ganzen Land verlangte freie Parteien, die Regierung aber bockte stur und die Leute wurden rebellisch. Le 22 avril 91. Es gab einen politischen Aufstand und er fand nicht nur in Fumban statt, sondern auch in Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, überall, selbst im Norden. Es gab Tote, ich sah Soldaten in den Straßen. Es gab Flugzeuge, Hubschrauber, die Tränengasbomben über den Ortschaften abwarfen. Die Jugendlichen sind unschuldig. Und ich habe nicht gelernt, Krieg mit Zivilisten zu führen. Sie sind keine Feinde. Sie sind Brüder. Einer wurde vom Stellvertreter des Polizeikommissars getötet. Der hat aus nächster Nähe auf ihn geschossen. Ich rannte zu dem Mann hin. Als ich ankam, spuckte er Blut. Ich hob ihn auf, gerade als sein Kopf in meinen Händen lag, gab er seine Seele auf und starb. Die Leute brachten die Leiche vor den Sultan. Ich stand da und sah diesen leblosen Körper. Ich trat näher und es war kein Kino, es war wirklich echt. Der Mann war wirklich tot. Die Völker sagten, es ist unser Wind, er weht für uns. Er nimmt unsere Erwartungen, Wünsche mit. Er zerstört alles, was nicht unser ist. Der Wind der Völker. Er blies in Frankreich vor 2 Jahrhunderten. Er nimmt die Leiden der Geschichte mit. Und die Mächtigen rufen, fangt die Rebellen, sie gefährden uns. Einige Herren befehlen zu schießen. Einige Herren beugen sich dem Widerstand. Einige Herren haben Angst und versprechen den Frieden. Aber die Völker kennen diesen Wind sehr gut. Sie wissen, er weht und reinigt. Der Wind ist allen Völkern gut bekannt. Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen zu sagen, dass unsere Solidarität noch stärker werden muss. Der Weg zur Demokratie muss noch mit viel mehr Kraft und persönlichen Opfern geebnet werden. Erst dann werden wir uns derer, die uns verlassen haben, vor den künftigen Generationen würdig erweisen. Bitten wir Gott, dass er uns auf diesem Weg führt. Im Hof des alten Palastes zu Fumban standen halbstarke Jugendliche und schrien zu den Fenstern des allmächtigen Sultans hoch, wann stirbst du endlich, du alter Tyrann? Der König bekommt den Wind der neuen Zeit zu spüren. Er stirbt kurz darauf. Mombo, der Ministerprinz, kam von den Schalthebeln der Polizeimacht und packt den Palast hart zu. Sein Militär und die Polizei waren beim Volk als korrupte Geldfresser und Wegelagerer des Regimes bekannt. Der Sultan hat sich für die regierende Partei entschieden. Das weiß jeder. Ich selbst bin dagegen bei der Demokratischen Union Kameruns. Deshalb hat mich der neue Sultan aus dem Palast entlassen. Also war ich unglücklich. Nach meiner Entlassung aus dem Dienst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Wegziehen und anderswo Arbeit suchen, das konnte ich meiner Familie nicht antun. Also habe ich mir einen Acker zugelegt, daher dieses Buschmesser. Ich habe es gekauft, um das Feld urbar zu machen.
Je l'ai acheté juste pour défricher le champ. Ich bin jetzt Bauer und bestelle den Acker, der mich am Leben hält. Das ist gute Qualität. Der Preis liegt bei 1200 Francs. Das bringt uns nichts. Letztes Jahr kaufte man einen Sack ungeschälten Kaffee für 70 bis 80.000 Francs. Jetzt kriegt man nicht einmal mehr ein Viertel dafür. Das bringt uns nichts. Bei uns ist das Leben zu teuer. Wir können nicht überleben. Wir haben es sehr schwer, vor allem der Kinder wegen. Wir arbeiten und es reicht nicht fürs Essen. Man will uns umbringen, uns für immer zertreten, weiß Gott warum. Jetzt kann nur noch Gott uns behüten. Wir wissen wirklich nicht, wie wir weiterleben sollen. Die Kinder dürfen nicht leiden wie wir. Unsere Kinder können keine Schule mehr besuchen. Wir können es uns nicht mehr leisten, sie zur Schule zu schicken. Bist du krank? So schaffst du es nicht, das Leben deiner Familie zu retten. Sogar daheim findet man kaum etwas zu essen. Der Boden ist fruchtbar, aber die Regierung hat in den letzten Jahren den Bauern keine Hilfe gegeben. Wenn sie nichts ernten, haben sie nichts zu essen oder müssen auf dem Markt einkaufen. Sie haben aber kein Geld. Der Dünger ist ein Problem. Die Importzölle sind so hoch und auch die Steuern sind für die Bauern zu hoch. Wenn man genug Grund besitzt und handelt, kann man es schaffen. Die Entwicklung des Landes muss bei der Landwirtschaft beginnen. Deshalb haben wir die Hacke als Symbol meiner Partei gewählt. Der Boden ist wirklich sehr ertragreich. Meine Frau liebt die Landarbeit. Sie ist damit aufgewachsen. Sie hat diesen Gemüseanbau wieder belebt. Vorher baute ich vor allem Kaffee an. Auf ihren Rat hin bauen wir jetzt Gemüse an. Wir wollen, dass unser Leben anders wird. Wenn sich nichts ändert, können wir nicht leben. Wir setzen unsere ganze Hoffnung auf Dame Joya, weil er ein gescheiter Mensch ist. Man kann sich auf ihn verlassen. Er hat Mitleid mit uns. Er sieht unser Leiden. Er sagt, Brüder, wir wollen in diesem Land etwas verändern. Und wie klappt es mit Ihrem traditionellen Chef, dem Sultan? Nein, es klappt gar nicht. Das sind Leute, die uns umbringen wollen. Der Sultan erklärt, dass er uns töten wird. Mit dem Sultan kann es keine Änderung geben, weil der immer nur daran denkt, seine eigene Familie daheim zu versorgen.
Der fragt nur, wessen Kinder sind denn das überhaupt? Nur mein eigenes Kind soll groß werden. Nein, den wollen wir nicht. Er ist ein Mörder. Ein Mörder. Er will die Leute töten. Wir wollen, dass sich was ändert. Wenn sich nichts ändert, wird auch nichts klappen. Der Sultan ist der größte Grundbesitzer im Land. Der Sultan hat fern in der Hauptstadt Yaoundé ungesunden Einfluss. Der Sultan baut für seine Gefolgschaft eine moderne Klinik und Schule, allerdings nur am Hofe. Der Prinzenstaat, seine politischen Anhänger, seine braven Diener und Untertanen sollen es besser haben als die Armen draußen in Stadt und Land. So viel auch die Leute von Demokratie und Mehrparteiensystem reden. Wenn die Menschen Hunger haben, hat dies alles gar keinen Sinn. Wenn die Menschen nichts zu essen haben, werden sie durch dieses kleine offene Tor zur Freiheit sich gegenseitig umbringen. Das wird schade sein. Was wir jetzt am meisten brauchen, ist Entwicklungshilfe. Der Sultan hat sich für die Regierungspartei aufstellen lassen. Während des Wahlkampfes für die Gemeindewahl 1996 lärmte seine Partei siegessicher in allen Bezirken. Sie zogen mit Trommeln und Musikinstrumenten vorbei. Und überall auf ihren Wegen sicherte man der Partei einen hundertprozentigen Sieg zu. La population l'assurait de la victoire à 100%. Angeblich sagte man in Fumban denen, die nicht für den Sultan stimmen wollten, sie seien keine Bamoun. Um ein Bamoun sein zu können, muss man eben für den Sultan stimmen. Der Monarch ist das Oberhaupt für alle. Er ist die moralische Autorität, welche das Fortleben einer jahrhundertealten Tradition sichert. Wenn er Position für eine ganz bestimmte Partei ergreift, entfernt er sich vom anderen Teil seines Volkes. Zu Beginn seiner Regierungszeit war der neue Sultan hochmütig, weil er von der Regierungspartei gefördert wurde. Da sie die Macht und die Mittel hatten, dachte er, es würde schon alles so laufen wie immer. Der neue König ist modern und er hat viele Veränderungen in die alten Mauern mitgebracht. Aber sein Volk hungert nach ganz anderen Veränderungen. Der neue König hat das Palastbüro seines Vaters mit Reklame für die alte Einheitspartei des Diktators Pol Biya entweiht. Der Sultan will nämlich Bürgermeister werden.
Doch der Job ist nicht mehr erblich, wie noch zu Vaters Zeiten. Da wird sich der König eben wählen lassen müssen. Und sein Gegenspieler ist Ndam Njoya. Derzeit schafft Demokratisierung Schwierigkeiten für traditionelle Obrigkeiten in ihrer Beziehung zu der modernen, demokratischen Welt. Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Und Gott hat es so gewollt, dass ich am Angelpunkt dieses Übergangs stehe. Woraus schöpfen Sie Ihre Kraft und Ihren Glauben? Das ist ja eben ganz außergewöhnlich. Ich glaube, dass meine Kraft eine Gabe Gottes ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich im Auftrag Gottes handle. Ich erlebe Gott, ich erlebe seine Geschöpfe und diese Kraft. Ich verfüge über eine unglaubliche Wahrnehmung der Dinge. Deshalb gibt es keine unüberwindbaren Hindernisse mehr. Es wird eine Wahl geben und wir werden siegen. Ich glaube daran und die Menschen glauben daran. Ich war erst als Fotograf für die Partei tätig. Schließlich wurde ich aktives Mitglied der Demokratischen Partei. Hier sind Bilder von der Gemeindewahl von Amadou Ndam Njoya, dem Parteivorsitzenden. Seitdem ich für Amadou Ndam bin, ist er für mich, jawohl, der Messias. Von Gott gesandt. Nicht nur für mich allein, für das ganze Volk der Bamoun ist er der Erlöser. Sie können jederzeit an jeder beliebigen Tür anklopfen, man wird ihnen sagen, für diesen Mann bin ich bereit zu sterben. Ein ganzes Volk zu mobilisieren, ist großartig. Sehen Sie die Begeisterung dieser Männer und Frauen, die aufmarschieren. Wenn ein Volk entschlossen ist, kann es keiner mehr aufhalten. Das erinnert mich an den Wahltag. Da traf ich ein altes Mütterchen. Als Ndam Njoya kam, sagte die Mama, mein Sohn, du hast uns gebeten, zur Wahl zu gehen. Hier ist meine Wählerkarte. Du brauchst nicht mehr viel zu reden. Spar dir den Atem. Morgen wird dieses Papier sprechen. Du hast gesagt, mein Sohn, dass wir mit dem Stimmzettel sprechen sollten. Also will ich es tun. Von den beiden aufgestellten Listen gewinnt die Liste der Demokratischen Union Kameruns die Wahl in der Gemeinde Fumban mit absoluter Mehrheit. Damit wurde in der Gemeinde Fumban Dr. Adamu Ndam Njoya zum Bürgermeister gewählt. Thank you.
Wir sind gekommen, um dem Gründer und Vorsitzenden der Demokratischen Union Kameruns, Dr. Adamu Ndamjoya, zu seiner Wahl als Bürgermeister von Fumban zu gratulieren. Wir lieben ihn alle. Wir erhoffen uns viel von ihm. Einen wirklichen Wandel, konkrete Veränderungen. Er muss uns den Brunnen, das Licht, eigentlich fast alles geben. Der Sieger ist mit ihnen. Die Bauern aus den Kaffeepflanzungen, die Hirten der Viehherden, die Frauen aus den Gemüseplantagen feiern den neuen Bürgermeister. Sie haben ihm ein Traumergebnis besorgt. 84% der Stimmen. Jetzt wollen die Leute belohnt werden und warten auf Bescherung. Höhere Kaffeepreise auf dem Weltmarkt, hohe Löhne für alle und neue Asphaltstraßen. Strom, Wasser und kostenlose Medizin. Soll der Bürgermeister die Welt ändern? Oder nur seine Stadt? Das Gesicht Fumbans wird sich ändern und vieles andere wird sich auch ändern. Ndamjoya hat gewonnen, weil er stets für die Klarheit der Verhältnisse eingetreten ist. Wir hoffen sehr auf eine Veränderung unter Ndam, weil er gegen die Korruption seiner Vorgänger ist. Wir ergreifen diese Gelegenheit, um Ihnen eine erste Spende für die Gemeinde Fumban, auch Gemeinde der Veränderung genannt, zu übergeben. Es handelt sich um 2 Schubkarren. Unsere Gemeinde gehört dem Volk. Deshalb trägt die Bevölkerung alles zusammen, was sie hat, zum Wohle aller Einwohner. Wir werden uns für die Reinheit der Gemeinde einsetzen und damit Sauberkeit wiederherstellen. Eine Festung des Königs im Sturm genommen. Mit den ersten freien Wahlen im Königreich der Bamun verliert der Herrscher den Zugriff auf seine Hauptstadt. Doch zuvor hat er die alte Festung noch gut geschleift. Leere Kassen und Räume, die Möbel sind fort und kein Strom im Rathaus. Aber die Sieger bringen frischen Wind mit und ihre Freude auf einen gemeinsamen Neubeginn. Es ist ein symbolischer Sieg, der gezeigt hat, dass es kein Zurück mehr gibt. Die Demokratie ist da und die Dinge werden niemals mehr wie früher sein. Die Menschen werden weiter an mich glauben und ich werde als Schiedsrichter wirken. Und wenn es Probleme gibt, ich werde sie bei der Lösung beraten. Und ich bitte Gott, mir die Kraft zu geben, sie anzuleiten und zu organisieren, damit das Gemeinwohl über persönliche Interessen siegt. Wird der neue Herrscher über diese Stadt dann, wenn der Siegestaumel verebbt ist, seine Kraft und seinen Mut behalten? Kann er seine Versprechungen überhaupt einlösen? Jetzt ist sein Herz voll, seine Stirne mutig. Und er träumt davon, bald Präsident von ganz Kamerun zu werden. Ich bin Gemeindediener im Rathaus. Der Vater des Sultans hatte das Amt des Bürgermeisters erobert. Der jetzige Sultan dagegen hat den Posten seines Vaters verloren. Die Bamun steckten wie in einer Blechdose. Eins steht fest und die letzte Wahl hat es bewiesen.
Die Bamun unterscheiden genau zwischen politischen Wahlen auf der einen und der Tradition auf der anderen Seite. Für sie soll die Tradition so bleiben, wie sie ist. Aber der Sultan darf doch auch einer politischen Partei angehören. Er bleibt trotzdem König der Bamun und Bewahrer der jahrhundertealten Tradition der Bamun. Die Jungen wollen Entwicklung. Sie können der alten Tradition nicht folgen, die ihnen nichts bedeutet. Aber die Tradition ist doch ein Reichtum ihrer Kultur. Ja, sie ist ein Reichtum und bleibt einem. Aber man kann doch nicht nur davon leben. Es gibt hier viele Jugendliche, die sagen, dass man sich nicht entwickeln kann, wenn man sich nicht an die Tradition hält. Wenn man nur in der Tradition bleibt, bewegt sich nichts. Man kann ja nicht alles wie die Leute früher machen. Die Welt muss sich doch ändern. Fumba steckte in einer Blechdose. Damjoya wurde gewählt. Durch ihn, der die Dose öffnete, sind alle Bamun frei. So ist es. Er hat uns die Demokratie gezeigt. Das hatte man noch nie gesehen. Vorher waren wir alle in der Blechdose. Ohne Demokratie ist keine Initiative möglich. Man wartet sonst nur darauf, bis jemand einem sagt, was man zu tun hat. Sehen Sie, das zeigt doch seinen befreiten Geist. Er redet weiter, wenn sein Bürgermeister spricht. Haben wir die richtige Wahl getroffen? Wird das mit dieser Demokratie, diesem Mehrparteiensystem nicht lächerlich? Nun, damit müssen wir leben. Wir werden mehr schlecht als recht damit fertig. Ich glaube aber, dass es überhaupt nicht vernünftig ist. Wenn ich sehe, was geschehen ist, seitdem es die Demokratie in Kamerun gibt, weiß ich, dass die Demokratie das Volk befreit. Sie lässt jeden aussprechen, was er fühlt und vom anderen denkt. Ich gehöre einer politischen Partei an, aber ich darf Ihnen nicht sagen, welcher. Das ist Privatsache. Ich beteilige mich an keiner politischen Bewegung, denn der Heilige Koran verurteilt es. Seit der letzten Gemeindewahl, bei der der neue Bürgermeister gewählt wurde, sind alle ruhig. Wenn er jetzt gute Arbeit leistet, werden alle zufrieden sein. Wenn er schlecht arbeitet, werden alle sagen, nein, wir haben dich gewählt, aber du hast die Arbeit nicht getan. Wir sagen nein. Wenn die Tradition auch demokratisch sein könnte, wäre es gut. Wenn der Sultan vom Volk gewählt würde, wäre das sehr gut für uns. Können Sie nicht einfach aufhören? Kann man vom Amt des Sultans nicht zurücktreten?
Ich sehe nicht, warum ich zurücktreten sollte. Nein, man kann mich stürzen, mich absetzen. Aber ich glaube nicht, dass man zurücktreten kann. Nein, das fällt mir nicht ein. Daher sage ich, dass ich aus einem Gefängnis hinaus in ein anderes hineingehe. Wie man so sagt, ein goldener Käfig. Sie nicht ein wenig, Sie könnten sich eines Tages nicht im Palast des Sultans, sondern nur in einem Museum befinden. Ist dein Museum tätig? Es ist aber ein sehr reiches Museum. Wenn ich nur der Wächter dieses Museums sein sollte, würde ich mich überhaupt nicht beklagen. Diejenigen, welche die Moderne mit der Tradition in Einklang bringen, werden überleben. Und die, die es nicht schaffen werden, werden hinter ihrer Zeit zurückbleiben und zwangsläufig untergehen. Ein letztes Mal rief er die Götter der Ahnen. Doch sie hatten sich für die Sache des Volkes entschieden. König unter Verrückten, Verrückter unter Königen. Wie soll man dich hängen? Um den Hals oder am Nabel? Was für ein Affentheater, hat sich das Volk gesagt. Das Volk hat sich besonnen und hat den Kampf gewonnen. Der Ton ist verdammt hoch. Wow.